die Landhochzeit, genau. Wer kommt vom Land? Das passt. Dann haben wir ja noch das Ehepaar Flönz hier aus Nippes. Die sind eigentlich Oldenburger. Ich mache das mit verschränkten Armen zum Anfang. Warum auch immer. Man glaubt es ja kaum. Aber auch die gemeine Landbevölkerung pflanzt sich geschlechtlich fort. Ja, hättet ihr nicht gedacht, oder? Und das nicht durch Ableger, wie manche es sich jetzt vielleicht wünschen, wenn sie einen Blick auf den Beifahrersitz ihres Lebens riskieren. Denn genau der wird nämlich durch die Hochzeit besetzt und die ist eines der schrecklichsten gesellschaftlichen Ereignisse auf dem Lande überhaupt. Geht das so mit dem Mikrofon? Jo. Ich klinge aber auch wieder in einem Heartbreak Hotel heute, ne? Das ist ganz schlimm. Deshalb gibt es ja mittlerweile auch so viele Eheverweigerer. Wer mit 30 immer noch trocken hinter den Klöten ist, der muss zum Beispiel die Rathaustreppe fegen, solange bis er von einer Jungfrau durch einen Kuss erlöst wird. Wie so eine Jungfrau aussieht, das kann man sich ja vorstellen, wenn sie mit 18 nach 6 aktiv miterlebten Schützenfesten immer noch Jungfrau ist. Kennt es alle. Nicht beringte Frauen mit 30 müssen Klinken putzen. Die können quasi gar nicht erlöst werden, das war's dann. Wen es mit 40 noch nicht in die Ehe getrieben hat, das sind so die ganz finsteren Kapitel aus der katholischen Landbevölkerung, der muss verkehrt rum auf einem Esel durchs Dorf reiten. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, damit er sich den Arsch vom Esel schon mal im Detail angucken kann. Und genau diese Schikanen treiben einen Großteil der geschlechtsreifen Jugend auf dem Lande in den stinkenden Hafen der Ehe. Und der fängt gleich so richtig scheiße an. Mit der Hochzeit. Aber wer heiratet überhaupt wen? Eigentlich egal, so viel Auswahl gibt's sowieso nicht. Ich meine, keine Sau bückt sich nach einer faulen Banane, wenn er schon einen faulen Apfel in der Hand hält. Und so läuft es dann auch. Was soll man groß den teuren Sprit verfahren und in den Nachbardörfern die krummen Dinger angucken? Da kannst du genauso gut den stabilen Rochen aus der Nachbarschaft angraben. Die Mädels denken genau das Gleiche. Das Rumgemache im Bett ist auch nicht schlimmer als der Besuch beim Zahnarzt. Und irgendwann auch nicht öfter. Nur alle halbe Jahre zur Kontrolle und untenrum Zahnsteine entfernen. Und so haben dann auch unsere Helden Annegret und Heinz Thorsten aufeinander gefunden. Er ist Befruchter auf der örtlichen Rinderbesamungsstation und sie hat ein Nagelstudio für Senioren, mit anderen Worten Clownpflegerin für vorhornte Rentnermauten. Irgendwann dachten beide, scheiß drauf, jetzt wird geheiratet, bevor wir uns gar nicht mehr anpacken mögen. Doch vor der Hochzeit gibt es ja noch den Junggesellenabschied. Das soll früher mal ganz schön gewesen sein. Alle Freunde gingen gemeinsam mit dem Bräutigam in die Helenenstraße, um Abschied zu nehmen vom Sex mit gegenseitigem Einverständnis, also auch dem vom Manne. Der Sinn hat sich aber mittlerweile komplett erledigt. Damit nun die schöne Sitte aber nicht gänzlich verloren geht, läuft das heute so ab. Der Bräutigam wird als billiger Transvestit verkleidet und die ganze Corona marschiert mit selbstbedruckten T-Shirts und Partyhütchen durch Steintor und lässt ihren Delinquenten lustige Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel von 5 voll tätowierten Bremer Fußball-Ultras am Eck verschiedenfarbige Schamhaare einsammeln, was weiß ich. Schafft er es nicht oder wird er schlagen, muss er einen halben Liter froschfarbenen Sahnelikör aus einer Gummizitze saugen. Das ist so dermaßen lustig. Ja. Und weil die Mädels ihren Jungs jeden Scheiß nachmachen, Hauptsache sie sind nicht selbst drauf gekommen, gibt's bei denen auch den Junggesellinnenabschied. Die besten Freundinnen schmeißen zusammen und buchen einen langschwänzigen Stripper, kannst du deiner Tochter die Ohren zuhalten, bitte jetzt? Der Braut dann mit seinem labbrigen Riemen in der Visage rumfädelt. Auch das muss man mögen. Und beide, Braut und Bräutigam, sind dann erleichtert, wenn es endlich ans Heiraten geht. Vorher kommt ja noch der Polterabend. Ist auch so eine längst vergessene Sitte, mittlerweile auch völlig aus dem Ruder gelaufen. Früher war es nämlich so, der Brautvater gibt für alle einen aus und die zerdeppern dann Porzellan vor der Tür, als Symbol dafür, dass Töchterleins Unschuld demnächst über den Jordan geht. Da besagte Verblombung im Schritt aber nun schon Jahre vorher aufgerissen wurde, werden mittlerweile ganze Wagenladungen voller Ideal-Standard-Toilettenbecken und Badezimmerfliesen beim Vater der Braut abgekippt. Und je durchgerittener die Tochter, desto größer der Haufen Scherben. Zum Dank dafür muss Papa die ganze Mannschaft dann auch noch bis Oberkante Unterlippe mit Schnaps vollgießen. Apropos Schnaps. Ah nee, das spare ich mir für später auf. Bald ist es, kommt irgendwann das Wort Promille, dann machen wir das. Bald ist es dann aber endlich soweit. Der Abend vor der Hochzeit.
Als Laie aus der Stadt sollte man meinen, dass da besser gar nichts passiert, geht aber nicht, denn Annegrets und Heinz Thorstens Nebengänger, Trauzeugen, Blumenstreuer und Eltern sind seit Tagen nicht unter 2,0 Promille Grundpegel gefallen. Kai, magst du mal kurz? Danke. Wenn jetzt einen Abend alle nüchtern bleiben würden, würde bei allen komplett der Strom ausfallen. So wird dann im kleinen Kreis 40 bis 50 beste Kumpel einmal quer durch die Flaschensammlung der Hausbar gesoffen. Morgens um 4 Spiegeleier essen, 4:30 Darmentleerung durch den Nordausgang. Endlich ist er da, der Hochzeitstag fängt früh an. Annegret und Heinz Thorsten würden lieber mit einer ausgehungerten Kobra eine Nacht gemeinsam im Schlafsack verbringen, als ausgerechnet heute noch Hochzeit zu feiern. Geht aber nicht anders, also runter vom Sofa und rein in die Klamotten. Um 9:30 ist Standesamt. Mist, wo ist das Brautkleid? Stimmt, das hatte gestern Abend Kumpel Werner angehabt, als er mit dem Schäferhund Macarena getanzt hat. Gott sei Dank ist es ein weißer Schäferhund, da fallen die Hundehaare im Schritt nicht so auf. Zum Standesamt geht's einmal noch in Räuberzivil, Heinz Thorsten in Fransenjacke und Schlaghose von seiner Line-Dancer-Gruppe. Willi, achte bitte drauf, was der junge Mann da tut. Und Annegret trägt die schwarz-weiße Kombination vom Singekreis der Landfrauen. Beide sehen aus wie zwei Kandidaten aus der Fox-Serie Die Auswanderer. Siehst du, was er tut? Ja. Wir trinken einen Wodka Red Bull zusammen auf deinen Geburtstag. Ihr müsst das nicht verstehen, das ist, hat einen besonderen Grund. Disco-Schorle sagt man auf dem Land auch dazu. Und es schmeckt so fürchterlich. Ich war heute im Kiosk, da standen zwei Dortmund-Fans hinter mir. Und der Kioskbesitzer wusste schon meine Zigarettenmarke, hat die aus dem Regal geholt. Dann habe ich zwei Red Bull hingestellt und wollte die bezahlen und meinte, gib noch mal einen Flachmann Wodka dazu. Und die BVB-Fans, ja, der Typ ist gut. Annegret trägt zum Standesamt die schwarz-weiße Kombination vom Singekreis der Landfrauen. Das hatte ich schon gesagt. Und beide sehen aus wie zwei Kandidaten aus der Fox-Serie, Die Auswanderer. Da waren wir stehen geblieben. Um 9 Uhr steht Werner, der Kumpel, mit dem Mercedes seines Chefs vor der Tür. Restalkohol knapp unter 1,6 Promille. Frisur wie ein Bär im Schritt und die Kotzeflecken auf der Jeans mit schwarzem Edding übergemalt. Und ab geht's dann zum Rathaus. Als alles vorbei ist, um kurz nach 10, kann sich Heinz Thorsten an nichts mehr erinnern, nur dass der Typ hinter dem Tisch 5-mal dieselbe dumme Frage gestellt hat und Annegret ihm ans Schienbein getreten hat, weil er 4-mal mir doch egal gesagt hat. Wieder zu Hause, raus aus den Klamotten und erstmal 8 Paracetamol in schwarzen Kaffee aufgelöst. Heinz Thorsten sucht seine verdammten Lackschuhe und sieht aus den Augenwinkeln, wie schwarze Schnürsenkel aus der Hundehütte rausgucken. Annegret bekommt ihre aufgequollenen Füße nicht in die dämlichen Riemchensandalen. Als endlich der linke Fuß reingeht, sieht er aus wie ein gefesseltes Tiefkühlhähnchen. Ja, ich merke, das haben alle schon mal gesehen. Egal, hängt das Kleid drüber. 9:30. Werner hupt draußen vor der Tür, Heinz Thorsten hat seine Schuhe mit Isolierband zugeklebt und Annegret die Hundehaare mit dem Fusselrasierer weggerollert. Fahrt zur Kirche. Werner hat vorher das Hochzeitsgebinde für die Kühlerhaube aus der Gärtnerei abgeholt und mit der Heißklebepistole vorne auf dem Mercedes von seinem Chef festgeklebt. Tage später soll er sich wundern, warum der Alte ihn nicht mehr mit dem Arsch anguckt. Anne und Heinz Thorsten quälen sich auf die Rücksitze vom Dreitürer-Coupé. Dabei platzt ihm hinten die getackerte Naht an der Hose auf und man sieht die Boxershorts mit Mickey-Mäusen drauf. Annegret lacht sich kaputt und fängt sich ein. Werner wischt ihr mit Spucke das Blut von der Wange. Vor der Kirche warten schon alle und grinsen wie ein Säugling, der gerade seine Rosette gezündet hat. Ein schönes Bild, wie ich finde übrigens. Der Pastor schaut die ganze Zeit nervös auf seine Chibu-Uhr. Um 2:30 hat er eine Verabredung in der Sakristei mit einer der Jungbläserinnen aus dem Kreis Posaunenchor. Endlich biegt Werner mit dem Daimler um die Ecke. Da, wo vorher das Blumengesteck geklebt hat, ist jetzt ein klodeckelgroßer Abdruck mit Blasen im Lack. Heinz Thorsten steigt als erster aus, immer schön mit dem Hintern am Fahrzeug lang. Die Braut ist eingeklemmt, weil der elektrisch verstellbare Fahrersitz plötzlich nach hinten gefahren ist und auf dem Display Fehler 123 angezeigt wird. Nach 20 Minuten hat endlich jemand den Hydraulikspreiz von der Feuerwehr geholt und vor dem Daimler steht nun Annegret, die schwitzt wie ein Sumo-Ringer. Verdammte Scheißhochzeit ist das erste Wort an die Gästeschar.
Alle gehen schweigend hinein. In der Kirche spielt die Orgel schon Kalimba de Luna von Bonnie M. Bei dem Song hatten sich Anne und HT zum ersten Mal auf dem Schützenfest mit Apfelkorn besoffen. Alle stehen auf, als die beiden hereinschreiten. Vor ihnen schmeißen zwei kleine Mädchen Styroporflocken auf den Teppich. Blumen waren zu teuer um diese Jahreszeit. Und der Pastor ist schon mal stinksauer. Ohne hinzufallen, kommt das Brautpaar dann vor dem Altar an. Der Pastor flüstert dem Bräutigam ins Ohr, Hauptsache, er macht die Scheiße nachher wieder weg. Er hat nur vergessen, dass sein Mikrofon schon eingeschaltet ist. In der ersten Reihe wundert sich Annegrets Opa über den seltsamen Hochzeitsspruch, Hauptsache, er macht die Scheiße nachher wieder weg. Wo steht das denn in der Bibel? Hinter ihm antwortet sein Urenkel, Opa, das steht im Paulusbrief an die Korinthenkacker. Beide lachen sich kaputt. Der Pastor guckt noch saurer. Nach endlosem Gerede hin und her, wie toll es doch ist, verheiratet zu sein, ist man ja nicht allein auf der Welt, pipapo, stellt der Geistesgestörte endlich die gleiche Frage, die der Beamte im Rathaus morgens auch schon gestellt hat. Irgendwas mit guten und schlechten Tagen und toter Scheide. Beinahe hätte Heinz Thorsten dem Pfaffen eine gelangt für diese Unverschämtheit. Aber als er noch so nachdenkt, tritt ihm Annegret wieder vor Schienbein und er sagt, ja. Daraufhin küsst ihn der Pastor auf den Mund oder was, Annegret, er hat's nicht mehr rausgekriegt, schmeckt nach Apfelkorn. Er will am liebsten sofort nach Hause und brechen. Da fängt die Orgel wieder an und spielt den Hochzeitsmarsch der ersten Panzergrenadierdivision. Alle springen auf und gehen nach draußen. Als Anne und HT auch nach draußen kommen, schmeißen ihnen ein paar bekloppte Kochbeutelreis an den Kopf. Jetzt müssen sich alle in Reih und Glied aufstellen für das Hochzeitsfoto. Nach einer Viertelstunde ist es endlich soweit und später auf dem Foto sieht man dann, wie Onkel Karl sich am Hintern kratzt, Tante Wilfried das obere Gebiss nach unten gefallen ist und 5000 Fliegen die Braut bevölkern. Ja, wird viel Gülle gestreut, da wo ich herkomme. Gott sei Dank, der offizielle Teil ist endlich vorbei, endlich wieder saufen. Alle setzen sich in Autos mit buntem Papier an den Antennen und los geht's zur Gaststätte. Während des allgemeinen Hubkonzerts ist Heinz Thorsten fertig mit der Welt und würfelt wie ein kranker Lämmergeier die nächtlichen Spirituosen in den Brautwagen. Annegret sagt zum 12. von insgesamt 58 Mal an diesem Tag, dass sie ihn hasst wie ein Eiterpickel am Arsch. Macht nichts, sagt HT, Hauptsache ich habe mich erstmal nüchtern gekotzt. Unterwegs stehen Kinder am Straßenrand und halten einen Strick über die Straße, als der Brautwagen kommt. Der Brautführer vorne rechts reicht den Rangen einen Kasten Kümmerling aus dem Fenster als Wegezoll und kurz vor der Kneipe müssen dann alle nochmal halten. Die netten Nachbarn haben sich auch was einfallen lassen. Anne und Heinz Thorsten müssen aussteigen und mit einer Harzer Säge einen Baumstamm durchsägen, quasi als Symbol dafür, wie man gemeinsam Schwierigkeiten im Leben überwindet. Nach der Hälfte schmeißt Heinz Thorsten hin und sagt, Annegret soll die Scheiße alleine durchsägen. Er geht zum Kofferraum und macht sich ein lauwarmes Weizenbier auf. Als es endlich weitergeht, steht Annegret da, wie durch einen Gülle-Rundbehälter gezogen, Salzränder unter den Achseln, Baumharz und Sägespäne im Gesicht. Das ganze Kleid sieht aus wie die Gardine im rumänischen Braunbärenpuff. Heinz Thorsten sagt ihr zum 5. von insgesamt 62 Mal an diesem schönsten Tag in ihrem Leben, dass sie total scheiße aussieht. Noch schlimmer als die eine Alte aus der Neuverfilmung von Planet der Affen. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Dankeschön.